Hallo zusammen und schön, bist du da? Vielleicht das erste Mal oder wieder auf meinem YouTube-Kanal. Und es freut mich sehr, einen neuen Gast hier zu haben, Jessica Grosser. Liebe Jessica, schön, dass auch du da bist. Hallo zusammen, freut mich sehr, Monika, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Und wer mich noch nicht kennt und meine Videos, es geht hier unter anderem auch darum, eben, dass du, wenn du zuschaust, einen Einblick erhalten kannst, was es alles für wunderbare Methoden gibt oder Menschen im Bereich ganzheitliche Gesundheit, Körper, Geist, Seele, Transformation, Heilung, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht so neue Zeit, wie wir das auch nennen. Und ja, dass du da etwas mitnehmen kannst und dich vielleicht motivieren, inspiriert fühlst. Und ich finde es auch immer noch spannend zu sehen, wie finden denn die Menschen in meine Videos? Und Jessica, ich bin vor ungefähr 2 Wochen in einen Workshop gekommen zu dir in Zürich zum Thema Feminine Archetype Embodiment, sowas. Genau. Und mich hat sie einfach gezogen. Und schlussendlich war ich die einzige Teilnehmerin und du hast es trotzdem durchgeführt, was ich so schön fand. Und gell, du bist einfach deinem Ruf gefolgt, es zu tun und ich auch. Und es war eh bereichernd und eine schöne Erfahrung für mich. Und dann haben wir ja auch gemerkt, ja, wir sind da irgendwie auf einer Wellenlänge und das, jetzt ist dieses Video da und vielleicht gibt es auch mal einen gemeinsamen Workshop mit uns, das werden wir aber noch sehen. Aber das ist vielleicht auch gut so ein Hinweis, ja, dass du einfach mal auf deine Intuition hörst, auf deinen Instinkt, auch wenn du nicht weißt, warum. Vielleicht sagt auch der Kopf, was soll ich dort? Oder ja, das ist vielleicht nichts für mich. Oder du, ja, warum sollte ich das mit einer Teilnehmerin tun? Aber einfach zu tun und diesem Ruf zu folgen, weil es wird immer richtig und gut sein. Und vielleicht entsteht dann auch etwas, nicht nur in diesem Moment, was wichtig war, weil es einfach geführt wurde. Das stimmt absolut. Das sehe ich auch so. Ja, also Jessica, gell, du wirkst mit Menschen, hauptsächlich Frauen, du darfst aber gerne mehr darüber erzählen. Ja, im Bereich Embodiment, vielleicht auch Traumatherapie, dass man wirklich wieder vom Kopf in den Körper kommt und vielleicht spürt, gell, was ist da los? Warum zwickt und zwackt mich? Oder was sagen mir meine Emotionen oder Gefühle? Und gerne darfst du sagen, ja, in dem Sinn, wer bist du? Was wirkst du? Und dann weiter auf dem Weg werden wir sehen, wie bist du dazu gekommen? Was ist vielleicht auch deine Vision? Einfach damit die Menschen dranbleiben, es wird sicher spannend. Ja, vielen Dank, Monika, nochmals, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, das ist so schön gesagt mit dem Workshop. Ich habe ja den eben gemacht, so vor 2 Wochen, zu Feminine Archetype Embodiment. Und ich hatte diesen Ruf, das zu machen, irgendwie so vor 1,5 Monaten. Und ich dachte, das ist ein riesen, wie sagt man das auf Hochdeutsch, so ein Edge, also war so ein unangenehm, das zu machen, so was Neues auszuprobieren, obwohl ich zu Hause mit mir selber arbeite und auch schon sehr viele Workshops gegangen bin in das Thema und das trotzdem anzubieten, wie so, oh, bin ich jetzt Expertin in diesem Thema und kann ich das? Aber es hat sich einfach so trotzdem richtig angefühlt und ich glaube eben auch manchmal genau das zu machen, was unangenehm ist, dass man halt aus der Komfortzone rauskommt. Und ich hatte wirklich, und ich finde das so schön, dass du gekommen bist, weil für mich war das auch so wirklich, ah, ich habe das auch so ganz losgelassen, so ja, wie viele Teilnehmer sollen es sein? Und ich wusste einfach, es wird einfach so sein, wie es ist. Und das muss es sein. Und es war so perfekt und so schön, das mit dir zu teilen. Und deshalb danke nochmal, bist du gekommen. Und ja, und mega schön, dass wir uns kennengelernt haben. Genau, und was mache ich sonst? Also was ich mache, ist, ich arbeite als Somatic Inquiry Practitioner, das heißt auf Deutsch, also Somatic ist der Körper und Inquiry ist eigentlich Befragung, Erforschung. Und wie du schon gesagt hast, es geht schon um Traumaarbeit, aber es ist auch noch viel mehr. Es geht wirklich um den Kopf, vom Kopf in den Körper zu kommen. Und weshalb ich auch mit diesem Tool vor allem sehr gerne zusammenarbeite, ist, oder ich mache auch Breathwork, aber in meinen Sessions 1 zu 1 ist es immer ein bisschen ein Mix. Also wir fangen an eigentlich mit deiner
Erdungsübung, dass wir ein bisschen zurück in den Körper kommen und laden dann die Intention ein für die Session. Die Person hat auch immer die Augen geschlossen. Es ist meistens über Zoom. Man kann es aber auch vor Ort zusammen machen. Ich finde das schön halt über Zoom, weil dann bist du halt wie zu Hause in einem Ort, wo du dich schon sicher fühlst. Deshalb mache ich auch eigentlich gerne noch Breathwork-Session, so Gruppen-Breathwork-Session, die online sind, weil ich persönlich es lieber auch zu Hause mache, weil ich mich einfach besser gehen lassen kann. Genau, und deshalb ist eigentlich das auch meistens über Zoom und dann eben ist dann die Augen geschlossen und dann laden wir eigentlich die Intention ein für die Session. Und ich arbeite schon hauptsächlich mit Frauen zusammen, aber auf einer anderen Seite auch mit Entrepreneurs, Investors und Führungskräften. Aber dazu kann ich nachher noch etwas sagen. Aber eben wie eine Session so strukturiert ist, wenn diese Intention kommt, dann schauen wir meistens ein Thema an, was ist gerade präsent. Und es ist eigentlich viel, dass du vielleicht wie ein immer wieder an das gleiche Thema kommst in deinem Leben, wie, oh, du bist immer wieder die gleiche nervige Chefin, du siehst immer wieder die gleichen Beziehungen an, die gleichen Männern oder Frauen. Und dann gehen wir in diese Intention rein, um das zu erforschen, ja, woher kommt denn das? Und dabei geht es dann darum, dass du in deinem Körper das fühlst, wo spürst du das? Und es ist eigentlich häufig so, wenn man sich mehr bewusst darauf wird, wenn man in einer, sagen wir mal, Konfliktsituation ist oder allgemein im Alltag, wo spüre ich denn das in meinem Körper? Und meistens ist es immer wieder am gleichen Ort. Und ich als Practitioner fange dann dich an, eigentlich zu befragen, ja, wo ist das Gefühl? Wie sieht es aus? Und es ist wirklich verrückt. Also es erstaunt mich trotzdem jedes Mal wieder, obwohl ich jetzt ja schon so viel gemacht habe, wie wirklich die Leute sagen, ja, da ist wie ein Quadrat, es ist schwarz, es ist rot, oh, es bewegt sich, ah, dahinter ist noch etwas mehr. Und wie man dann halt da reingeht und zum, es ist eigentlich meistens so, dass dann noch andere Sachen im Körper auftauchen und man eigentlich so auch die Verbindung herstellt im Körper. Und es ist dann schon viel so, also ich arbeite auch in 6 Wochen oder 3 Monatsprogrammen, weil ich möchte die Leute auch zwischendurch unterstützen. Da habe ich natürlich schon meine Grenzen. Aber ich finde halt im Alltag ist es eigentlich, wenn wir heilen. Das heißt, wenn wir halt so Sachen, Themen raufholen, dann kommt das nachher eigentlich im Alltag auch nach vorne. Und in der nächsten Session geht man meistens noch tiefer. Und es ist dann wirklich auch so, dass viele Erinnerungen zum Teil hervorkommen oder Glaubenssätze. Manchmal kommen auch wie Stimmen hoch, wo gar nicht zu einem gehören. Vielleicht ist es von deiner Großmutter oder von deinem Vater, der dir irgendwie gesagt hat, nein, du kannst nur Hausfrau oder Frauen sind nur zum Hausfrau sein. Da ist jetzt völlig überspitzt, das ist nicht mal ein Beispiel, aber es ist jetzt gerade in den Sinn gekommen. Aber genau, solche Sachen kommen natürlich und dann hast du das Verständnis, woher kommt dann das? Und dann kannst du es eigentlich ändern. Und wenn wir halt in diese Gefühle gehen, dann holen wir eben die Gefühle hoch, sowie auch die Energien und transformieren das eigentlich gleich in der Session. Aber es ist natürlich nachher auch im Alltag, wo die Transformation weiter stattfindet. Und das ist eigentlich so die Arbeit, die ich mache. Und wieso ich das mache, also ich bin eigentlich schon lange selber auf diesem Weg und habe eigentlich immer auch so Normal-Coaching gegeben oder viel auch Energiearbeit, aber jetzt ist es nie richtig angefühlt. Und es hat mir immer etwas gefehlt und vor allem es war für mich, ich war viel in meinem Kopf selber und ich habe viel Sprechtherapie gemacht und habe schon Fortschritte gemerkt, aber immer nur zu einem gewissen Grad. Und dann habe ich wirklich gemerkt, so, ich muss zurück in meinen Körper kommen, da steckt so viel drin, mein Körper weiß alles. Und eben vor allem auch durch Somatic Inquiry, tiefer, dass du gehst, kommst du auch wie zu deiner eigenen Wahrheit, zu deinem Purpose, zu deinen Wünschen, dass das hochkommt, weil viele wissen ja das gar nicht, was sind eigentlich meine Werte. Und bei mir ist das auch ganz klar in Sessions hochgekommen, so der Körper heilt sich selber. Und so verbinden wir uns halt wieder mit unserem Körper, dass er seine Selbstheilungskräfte auch aktivieren kann. Also ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die chronischen Schmerz haben, wie im Nacken. Oder auch sonst Krankheiten, weil eben der Körper speichert eigentlich alles und das zeigt sich dann mit der Zeit, wenn wir gewisse Sachen nicht anschauen. Und ich finde das einfach so faszinierend, wie halt eben diese Sachen auch so hochkommen und man dann sieht, was wirklich im Körper gespeichert wird. Und es ist ja dann nicht so, als würdest du LSD nehmen oder hättest du irgendwie deinen Zustand verändert, sondern das kommt ja selber alles hoch und du erinnerst dich daran. Genau. Das ist da, und das ist wie eine Mission, das halt wie Leuten mitzugeben, dass sie ja nicht das wie diese Kraft in sich selber haben, weil du kommst dann so zurück wirklich in deine
Kraft. Und von dieser Kraft kannst du dann so viel mehr erreichen, anstatt dass du immer wieder an die gleichen Themen rankommst. Und ja, das ist so, was ich mache, meine Vision. Sehr, sehr Von viel. spannend auch zu sehen, wie du gesagt hast, dass du selber ja, Dinge an dir ausprobiert hast oder dir Unterstützung geholt hast und gemerkt hast, hier kommst du nicht weiter. Ah, es geht tiefer, es geht in den Körper. Und das finde ich eben so spannend. Und auch, ich meine, ja, schlussendlich ist ja alles Energie, aber dass man es auch über den Körper lösen kann oder vielleicht irgendeinmal nicht darum herumkommt, in den Körper zu gehen, eben weil er ja mit uns spricht. Ja, Und gell, vielleicht kennst du diesen Spruch oder dieses Zitat auch. War jetzt, wenn die Seele anklopft und ja, wir hören nicht direkt auf die Seele, aber auf den Körper hören wir. Und natürlich, die Seele spricht auch durch den Körper, aber genau. so, dass es halt so eine Möglichkeit ist, weil da der Schmerz kommt und der kommt immer mehr, wenn wir nicht hören, mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist ja wie dieser Warnblinker oder im Auto. Gell, wenn wir den Ja. überkleben, dann ist das Problem nicht gelöst. Also, und unser Ja. Körper ist ja dieser Warnblinker und der will uns ja auch etwas sagen. Ja. Ja, Ja. absolut. Das hat es mega schön gesagt, mit der Seele und dem Körper, ja. Also wirklich, unsere Seele hat sich ja manifestiert in diesem Körper, wo wir sind. Und eben ja spricht, die Seele spricht ja dann doch den Körper, so denke ich, ja. Ich finde das eine schöne Metapher. Ja, danke. Und also du hast gesagt, eben da kommen verschiedenste Menschen zu dir, du arbeitest auch mit Führungskräften oder so. Und kannst du da vielleicht Beispiele bringen, natürlich jetzt anonym, wie es den Menschen ergangen ist? Also vielleicht waren sie bei dir mit diesem Thema und 3 Monate später haben sie das und das erreicht und dann sind noch 7 andere Themen vielleicht hervorgekommen. Ja. Wie war das? Also, genau, was eigentlich wirklich mit Somatic Inquiry ist, vielleicht muss ich mir sagen, ich finde, das ist wie ein Zwiebelprinzip oder die sind es russische oder ungarische, diese Puppen, die man aufmacht, es kommt immer mehr raus. Und so ist es halt, je tiefer, dass du gehst, damit kommst du mehr raus. Es ist eben so, dass eigentlich meistens braucht es vielleicht ein paar Sessions, um ein großes Thema anzuschauen. Und vor allem, ich teile das jetzt wirklich auch in Frauenarbeit und in Entrepreneurs Führungskräfte. Und wenn ich so Beispiele nehme von Frauenarbeit, das ist einige Klientinnen, die ich habe, die kommen bezüglich Menstruationsbeschwerden. Also, dass sie starke Menstruationsbeschwerden haben, jedoch keine Endometritis haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Oder vielleicht, Endometriose, gell? danke, Entschuldigung, ja, genau. Ja, okay. Aber trotzdem halt so extreme Schmerzen haben. Und dann gehen wir halt wirklich auch spezifisch in die Gebärmutter. Und ich werde jetzt das englische Wort benutzen, Womb, weil ich finde, das wird mehr bezeichnen als Gebärmutter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aha. Und da kommen halt dann wirklich also Sachen hoch von früher, wie dann halt, oder nicht nur von einem selber, sondern es geht dann zurück wie zur Mutter oder Großmutter und dass wir Frauen halt eigentlich alles in unserem Womb-Space sozusagen speichern und somit auch viele eben verkrampft sind, weil wir halt eben so viel Schmerz dort anklammern sozusagen. Und das sind große Themen, wo ich arbeite, wo sich dann das nachher auch löst und die Frauen wirklich auch so zurück in ihre Kraft kommen und eigentlich auch dann normalere Perioden haben. Das ist natürlich nicht schmerzfrei, weil es gehört ja immer ein gewisser Schmerz dazu, aber ja, dass sich halt so viele Blockaden lösen. Das ist sicher ein großes Thema und das finde ich eine wunderschöne Arbeit, um so zu arbeiten, vor allem mit Frauen. Und eben diese Verbindung zu sehen, dass es halt viel tiefer geht als nur mit uns, sondern dass wir halt sehr viel, vor allem wir Frauen, eben im Womb-Space auch speichern von anderen Generationen noch. Und dann ein anderes Thema, das Frauen auch viel haben, ist mehr zurück in ihre sozusagen Weiblichkeit kommen und zurück ihren Körper. Also ich arbeite viel mit Frauen zusammen, die eigentlich eher so hyper-independent sind, also sehr selbstständige Frauen. Und die sind auch viel dann halt in ihrem Kopf. Und ich glaube, ich ziehe die halt auch an, weil ich früher sehr fest so war, vielleicht zum Teil jetzt immer noch. Und es geht dann wirklich vom Kopf zurück in deinen ganzen Körper zu kommen und an lernen zu fühlen.
Und das ist dann wirklich die Weiblichkeit, die Weichheit, die dann rauskommt und die Veränderung, die ich vor allem auch sehe. Also wenn ich jetzt an eine spezifische Klientin denke, ist, wo nicht in einer Beziehung ist, aber an Daten und was für andere Männer sie anfängt anzuziehen und wie sie mit den Männern anders umgeht. Das ist so schön, das zu sehen und wie sie auch selber mutiger wird oder eben sie hat auch zum Beispiel ein eigenes Business, dass sie dort mehr sich Freiheit gibt in ihrer Weiblichkeit zu sein, anstatt wie mit dem Männlichen sich voranzupushen, indem sie halt wirklich zurückgegangen ist und gewisse Themen angeschaut hat, die sie halt blockieren oder eben Glaubenssätze, die sie mitbekommen hat, sowie schon auch schmerzhafte Traumen, die sie erlebt hat. Und das ist jetzt wie ein Prozess, der aufgehört hat und jetzt machen wir weiter und es kommen ganz noch mehr verschiedene Themen hoch. Und sie sagt auch immer, oh, sie ist so dankbar, weil sie ist so unangenehm im Körper und sonst würde sie eigentlich wie von dem wegrennen oder irgendwie mehr arbeiten, aber eben da reinzugehen. Und das gibt ja so viel Kraft und ist trotzdem so sanft und das spürt sie dann bei sich selber auch, also ihre innere Kraft, aber so wie dann auch die Möglichkeit, sich so mehr zu öffnen für die Welt und Möglichkeiten im Leben, so wie auch Grenzen mehr zu setzen. Genau. Und bei Ja, Fü spannend. ja. Und bei Führungskräften geht es auch wirklich darum, da sind es eigentlich immer mehr mit Männern, spannenderweise, interessanterweise. Und da geht es darum, wirklich auch lernen, halt große Gefühle zu halten. Und dort fange ich meistens mit Breathwork an, dass man wirklich mehr in den Körper kommt, weil Männer halt mehr dense sind als wir Frauen. Von der Struktur energetisch, ja, und es geht wirklich darum, mehr können die Emotionen hochzuholen und dies auch zu fühlen, weil das einem dann halt auch hilft, sein Business zu wachsen, weil da halt auch immer mehr Sachen kommen oder Thematiken, sowie auch, wenn man halt eine Führungskraft ist, dass man halt viele Konflikte hat. Und wenn man dann zurückgeht in den Körper und anschaut, oh, wo spüre ich das? Und was sind denn eben vielleicht Erinnerungen, die damit hochkommen, dass es viel zurückgeht zu ihren Beziehungen zu unseren Eltern? Und wenn man halt das Bewusstsein hat, dann das ganz sanft kann ändern und so halt nicht die Energie für diese Konflikte verschwendet bei der Arbeit. Ja, Genau. auch ein schönes Beispiel. Danke. Also es heißt, dass man schaut vielleicht, ja, wo habe ich vielleicht eben einen Konflikt im Außen oder wo fühle ich mich nicht wohl und dann tiefer schauen geht und auch, du hast auch zu Beginn gesagt, wo du auch deine eigene Komfortzone verlassen hast und um das geht es im Leben, wenn man Ja. wachsen möchte. Ja, die Komfortzone zu verlassen und vielleicht, wo man immer weggeschaut hat, hinzuschauen, hinzufühlen und Ja. ja, auch vielleicht zu sehen, aber ja, niemand trägt in dem Sinn die Schuld, aber es sind Musterprägungen, sie wurden weitergegeben, wir haben es Ja. aufgenommen, wussten es nicht besser, die Vorfahren Ja. wussten es auch nicht besser, aber ich finde so, gell, gerade auch habe ich das Gefühl, so viele Emotionen wie Schuld, Scham, die ja auch verhaftet sind, oder? Also ich nehme auch an, dass du da arbeitest mit Schamgefühlen, vielleicht auch gegenüber sich zu zeigen, im Körper wohl zu fühlen. Oder gibt es da vielleicht noch so ein Beispiel, oder? Weil das ist für mich so ein Riesenschritt. Auf jeden Fall ist es vielleicht eine Reise, aber da wegzukommen von sich zu schämen ab etwas, oder? Ja, es ist viel, eben, ja, die Scham, auch Sachen auszusprechen, dass man halt da auch wie Angst hat. Und Scham ist eigentlich viel, das eigentlich vorher sind ganz viele andere Emotionen, die man anschaut, wie eben Angst und dann Wut. Und Scham ist eigentlich eher so ein Gefühl, das ganz tief drinnen sitzt. Und das ist nämlich dann wieder so ein Kern, der geknackt wird und das auch mal richtig halt zu fühlen. Und halt wie auch eben dann zu fühlen, ja, woher kommt dann diese Scham? Und vielleicht, manchmal kommt eben ein Bild oder eine Erinnerung, aber dann ist es manchmal nur darum, das zu fühlen im Körper und somit die Energie zu verändern. Und dann sieht man eigentlich große Veränderungen, wie man auftritt, eben bei der Arbeit oder in den Beziehungen, dass man halt wie auch sich selber dann den Körper automatisch anfängt, auch mehr gern zu haben. Also so habe ich das jetzt bei mir selber erfahren, so wie bei meinen Klientinnen, dass das dann wirklich eigentlich Scham nicht etwas ist, das man so gleich identifizieren würde, aber es wirklich so tief drinnen sitzt und dann man das so hoch
holt. Genau. Und das ist sicher ein großes Thema, weil wir das eigentlich fast ja weder von uns haben und uns vielleicht zum Teil eben gar nicht bewusst sind. Ja, eben dieses Unbewusste ist halt riesengroß, wie du auch Ja. gesagt hast. Oft liegen da andere Emotionen darüber. Oder wenn man jemanden fragt, wie geht's dir, vielleicht würde man sagen, ja, da ist vielleicht ein bisschen Trauer da oder was auch immer. Und dann geht's noch tiefer und dann merkt man, ah, da ist auch Wut oder was auch immer. Oder es sind Ja. viele Schichten und das wahrzunehmen und überhaupt zu benennen. Finde ich selber nicht immer ganz einfach. Also klar, wir benutzen Wörter, aber um zu sehen, ja, das steckt ungelöste Energie oder ungelöste Emotionen. Und die sind tief und es geht da immer noch tiefer und Bewusstseinserweiterung und Heilung ist eine Reise. Und du hast auch über deine eigene Reise gesprochen, aber wo hat die so angefangen? Also respektive, du hast gesagt, du warst früher auch mehr im Kopf, oder? Wie war Ja. vielleicht deine Kindheit, deine Reise oder wo hast du angefangen, jetzt bewusst an dir zu arbeiten, um da zu Ja. sein, wo du heute bist? Und wo hast du vielleicht auch oder Dinge erlebt, die dir heute dienen, weil du durch Geschichten gegangen bist, die andere Menschen heute auch erleben? Oder ja, einfach so, Ja. damit man das auch versteht. Ja, das erzähle ich sehr gerne. Was ich vorhin noch kurz sagen wollte, was ich das Wort, wo ich gar nicht benutzt habe, ist auch wirklich die Arbeit, wo man halt mit Somatic Inquiry macht, ist eine Teilarbeit. Also eben, dass wir verschiedene Teile in uns haben. Und jeder verschiedene Teil hat ein anderes Gefühl. Also wie eben vielleicht ist einer ein Beschützer und dieser Beschützer ist vielleicht wütend, aber hinter dem Beschützer sind noch ganz viele andere Emotionen. Es geht eigentlich wirklich darum, die Beschützer kennenzulernen und mit denen auch in Beziehung zu gehen, dass die halt wegtreten können, dass sich halt mehr Sachen zeigen, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Genau, das vergesse ich manchmal sozusagen. Und das hilft auch manchmal so dann, dass wir es einzelne Teile zu sehen und eben dann Beziehungen zu diesen Teilen aufzubauen. Das ist eigentlich ein großer Teil dieser Arbeit, um das halt zu lösen. Genau. Und ja, mit meiner Geschichte, also ich habe Business studiert, also International Management und nachher Innovationsstrategie und Entrepreneurship und wollte auch wirklich so die klassische, also ich wollte immer meine eigene Firma haben, aber da ich aufgewachsen bin mit einer Mutter, die eher spirituell ist, also viel Energiearbeit macht und so, und ich da zum Teil eher, also eigentlich bin ich sehr dankbar, dass ich so aufgewachsen bin und das schon früh mitbekommen habe, aber zum Teil habe ich doch sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe mich dann eigentlich von dem ganz so abgeschoben oder wollte eben so klassisch, nein, ich mache jetzt Karriere, ich bin Independent-Frau, ja, das war eigentlich auch gar nie eine Frage für mich, dass ich irgendwie machen kann, was ich will, also ich wurde immer unterstützt so von zu Hause und genau, und ich hatte aber immer dieses Gefühl in mir drinnen, oder ja, dass ich irgendwie Leuten helfen möchte, muss, helfen will, ja. Und nicht aus einem so codependent, sondern wirklich so dieser, so tief in mir drinnen. Aber ich habe das so lange weggeschoben, obwohl ich sehr lang, früh auch angefangen habe, an mir zu arbeiten. Und das wollte ich dann eigentlich hin, weil ich so spirituell aufgewachsen bin. Und ich so feinfühlig bin, ging es mir dann halt nicht so gut in großen Consulting-Unternehmen, wo du irgendwie 12 Stunden arbeitest und wollte mir dann auch psychologische Hilfe suchen, eigentlich recht früh. Und nach einer Session bei dieser Psychologin, Psychotherapeutin war sie so, ja, du musst Antidepressiva nehmen, sonst schaffst du das nicht. Und das hat sich so falsch für mich angefühlt, weil ich wollte zu ihr gehen, dass ich halt wie Methoden lerne, mit meiner Feinfühligkeit umzugehen. Und sie ja dann so, ja, du musst Medikamente nehmen. Und das war eigentlich ganz schlimm, weil du öffnest dich und möchtest Hilfe von jemand anderen. Und da wirst eigentlich dann wie, du merkst ja, du bekommst diese Hilfe nicht. Und das war meine erste Erfahrung mit dem, wo ich dann angefangen habe, mich noch viel stärker auf meine eigene Suche zu machen, mir eigene Tools entwickelt, weil zu dieser Zeit gab es noch kein Instagram oder YouTube, wo man halt das einfach so schnell googeln konnte, sondern du musstest das alles zusammensuchen. Ich glaube, heute hat man viel ein größeres Repertoire an diesen Themen, was mega schön ist. Aber genau, ich musste mir das eigentlich wie alles selber so beibringen, wie, vor allem mit Feinfühligkeit, ja, wie beschütze ich meine Energie und solche Themen.
Und das hat mich eigentlich immer beschäftigt, also solange ich immer gearbeitet habe im Körper. Und ich dachte immer so, ah, wenn ich jetzt in die Firma wechsle, dann geht es mir vielleicht besser. Genau. Und ich hatte dann sehr großes Glück, dass ich dann eine super Psychotherapeutin gefunden habe, die gleichzeitig auch Energiearbeit macht. Und das Tolle an ihr finde ich auch, dass sie früher im Corporate-Bereich gearbeitet hat. Das heißt, sie hat eigentlich sehr gut verstanden, was ich halt durchmache bei der Arbeit und so. Und es hat mir sehr viel geholfen, auch meine Familiendynamik zu verstehen, aber eben halt immer im Kopf. Und ich war schon sehr viel im Kopf. Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Ich mache gerne Research und finde Sachen heraus. Und es war wirklich zurück in den Körper zu kommen. Das war eine große Schwelle für mich. Und damit habe ich dann angefangen, schon mit Meditieren. Also ich habe mir wirklich eine Morgenroutine etabliert. Und zwar ganz sanft, dass ich angefangen habe, im Bett liegen zu meditieren und dann weitergegangen bin mit Aufsitzen. Und jetzt ist das ein rieses Prozedere in meiner Morgenroutine, aber das hat mir so geholfen, bei mir zu sein, aber einfach Schritt für Schritt und eben auch verschiedene Techniken für mich selber herauszufinden. Und eben meine Psychotherapeutin hat mir sehr fest geholfen mit diesen Themen auch und ich bin auch sehr gut befreundet jetzt mit ihr und solchen Austausch zu haben auf Augenhöhe, das ist sehr viel wert. Ja, und dann bin ich wirklich mit Körperarbeit, habe ich mit Breathwork angefangen, was mir sehr viel geholfen hat, mehr in den Körper zu kommen und hat mir auch geholfen, gewisse Blockaden zu lösen. Aber ich fand es immer noch wie nicht genug, weil zum Teil ist es einfach so ein Erlebnis, das man hat. Und mir hat wie die Integration geholfen oder ja. Und ich bin dann wirklich immer weiter und habe dann auch schon selber mit meinen Gefühlen im Körper gearbeitet und bin dann per Zufall eben auf Somatic Inquiry gestoßen. Und ja, was für mich dann eine große Riesenveränderung gemacht hat, wo wirklich Sachen nochmal hochgekommen sind, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das als Kind mir passiert ist, wo mich wirklich eigentlich immer so auch von meinem Körper dissoziiert hat und das halt dann zu fühlen in einem sicheren Ort mit einer Person, die halt da ist und den Raum für einen haltet, das hat so viel verändert, weil eben sich dann auch die Energien verändert haben und genau. Und dann habe ich auch gemerkt, eben die Arbeit ist nicht nur eine Session, sondern es kommt, ich bin auch sehr jemand, der mit Träumen arbeitet. Das kommt auch viel für mich in Träumen hoch oder auch für meine Klienten. Und das ist so mein Gang, wie ich dann zu diesem Ganzen gekommen bin. Aber ich habe mich eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich schon im Corporate gearbeitet habe, eben bin ich dann schon wieder zu diesem Gefühl zurück, was mich halt nie losgelassen hat, hey, irgendwie mit Leuten helfen, etwas machen und habe dann so verschiedene Coaching-Ausbildungen angefangen, aber immer eigentlich so im Holistic Health Coaching-Bereich, weil ich das sehr spannend finde, so mit Essen zu arbeiten oder eben, es geht dann immer, ging eigentlich immer um den Körper, auch wenn ich mir das gar nicht so bewusst war dort. Und dass eigentlich was für mich gut ist, heißt nicht, dass es gut ist für dich. Und halt wirklich so zurückkommen zu unserer Intuition und auf das zu hören. Ich glaube, das ist so das Wichtige oder meine, auch meine Leidenschaft, das Leuten wieder beizubringen. Und dann kannst du dich auch wie selber im Großen auch heilen, wenn du wirklich auf deinen Körper hörst, weil er weiß, was für Essen er braucht. Er weiß, ob er Schlaf braucht, braucht er Natur, braucht er Freunde. Und das halt dann deinem Körper und deiner Seele auch so zu geben. Genau. Aber ich glaube, es geht mir sehr darum, zurück zu diesem inneren Wissen zu finden. Das hat so viel, ja, überschattet wird von Sachen, die wir von zu Hause aufgenommen haben oder von früher, von dem Schulsystem und dann wirklich ja das eben wie ein Zwiebel aufzudecken, bis man da zum Kern kommt. Und das war eigentlich auch meine Reise, ja, genau. So. Wow, danke. Auch spannend zu sehen, ja, wie so deine Reise war oder das, was du jetzt so geteilt hast. Und ja, wir sind wieder bei der Intuition gelandet, Körpergefühl, innere Weisheit, gell? Und ja, wirklich, da wird uns ja so vieles erzählt, auch von der Werbung oder mir ist einfach gerade auch so. Du hast auch von Essen, Ernährung angesprochen, oder? Natürlich gibt es diese Lebensmittelpyramide, aber das ist auch irgendein Konstrukt und wir dürfen so gerne zu uns zurückkommen, oder? Ja, absolut. Und das wird sie dann wie auch, oder auch eben mit den Diätwahn, wo man das Gefühl hat, oh, man muss irgendwie so oder so essen, dass man auch gesund ist. Aber eben, das ist doch für jeden anders. Und es gibt ja so viele auch wissenschaftliche Beweise dafür, wie verschiedene Blutgruppen, Epigenetics und alles, ja, es ist nicht so
ein wichtiges, oder eben das geht ja dann viel weiter auch mit der Intuition, wie so das Vertrauen, eben du kommst an den Workshop, ich mache den Workshop, ist dann eigentlich alles. Aber ich habe das Gefühl, manchmal, es ist deshalb auch wichtig, diese Arbeit zu machen, weil viel verwässern wir Intuition mit Angst, weil wir uns gewisse Sachen gewohnt sind. Das heißt, wir kommen vielleicht in eine Situation und unbewusst nehmen wir Sachen auf. Es kann nur schon ein Geruch sein und wir denken, oh nein, das fühlt sich jetzt nicht richtig an. Aber dabei ist es etwas Unbewusstes, das in uns erweckt worden ist, das dieses Gefühl auslöst. Und dann ist das gar nicht Intuition. Ich glaube, das ist manchmal auch ein feiner Grat hat, das auch zu finden. Deshalb ist es so wichtig, glaube ich, diese verschiedene Arten von Arbeiten zu machen, dass man das halt auch bei sich selber rausfindet oder eben auch mal aus der Komfortzone ausgehen und mal sagen, ah doch, ich mache jetzt das trotzdem und zu sehen, ja, war es jetzt meine Intuition oder war es meine Angst? Ja, genau. Und ich glaube, dieses Unterscheidungsvermögen ist so wichtig, weil ich auch halt in der Beobachtung oder ja, im Umgang mit Menschen stark sehe oder höre, wenn sie sagen, ich brauche das jetzt gerade. Und ja, ich kann dann auch halt zwischen den Zeilen lesen und nehme dann wahr, ja, wer braucht es wirklich? Ist das das ungesehene innere Kind oder das traurige innere Kind oder was auch immer? Also wer braucht das jetzt gerade? Und wenn da sagt, ja, mein Körper braucht das, muss ich schmunzeln. Also das geht eben nicht um irgendwie jemanden an den Pranger zu stellen, aber um zu sehen, es geht tiefer und wir dürfen auch schauen, ja, was ist denn mein Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Ja, und das ist irgendetwas im Unterbewusstsein und das ist eine Reise. Du hast auch gesagt, du bist schon jahrelang, hast dir Unterstützung geholt, hast selber an dir gearbeitet oder so, oder wirkst mit Menschen. Ich ja auch, das ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen, aber um vielleicht auch den Menschen zu sagen, genau mal diesen ersten Schritt zu tun oder auch hier die Komfortzone zu verlassen, anstatt zu denken, das ist Schicksal oder ja, ich ziehe immer so komische Chefs an oder ja, warum habe ich in der Beziehung immer so gleiche Muster? Das will uns doch etwas sagen, oder? Das ist eben unser Körper, aber auch die Außenwelt kommuniziert ja ständig mit uns. Und ich glaube, es geht dann auch viel, es geht eben auch darum, in das Unge un oder das ist die Arbeit, die ich mache, eben du gehst in das Unangenehme rein, anstatt das wegzuschieben oder zu unterdrücken mit irgendwie Essen, Fernsehschauen, Party machen oder immer um Leute, es gibt ja verschiedene Methoden, aber genau, das ist schon. Gelernt dann eben was zu finden, aber es ist eigentlich das Bedürfnis. Ist es jetzt wirklich, brauche ich diese Schokolade oder ist es vielleicht etwas anderes, ja? Aber es ist Ja. manchmal auch, das weiß ich ja von mir selber, ist sehr unangenehm. Und ich finde auch, man darf dann auch mal, dann darf man auch die Schokolade essen. Ist, und wenn man auch das Bewusstsein hat, ah, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich wirklich brauche, aber ich genieße es jetzt trotzdem. Ja, dann genau geht es auch darum, das so anzunehmen oder zu genießen, auf jeden Fall. Ja, so spannend. Und ja, mir ist gerade noch so dieser Impuls gekommen, apropos Feminine Archetype Embodiment. Gibt es da etwas, wenn das jetzt möglich ist, wo du einen kurzen Einblick geben kannst? Vielleicht, weil ich weiß auch, dass da viele Frauen zuschauen, zuhören. Um was geht es da? Und ja, vielleicht gibt es ja den Anschub für Menschen, sich tiefer damit zu beschäftigen oder eben auch den Weg zu dir zu finden. Was heißt das genau? Und vielleicht merkt man dann, ah, das stimmt, da lebe ich es. Da auch, aber jetzt wird es mir bewusst, oder was heißt denn das auf der Schattenseite oder so? Ja, sehr gerne. Also also Archetypes, das sind eigentlich wie die, jetzt weiß ich nicht mehr genau, es kommt vom Latein, und es ist wie das originale Bild, das man hat von etwas. Das heißt, diese Archetypes sind alle in uns drinnen. Und ich denke sehr viel, oder ich glaube, das ist auch der Anstoß für mich, diesen Workshop dann zu machen, oder wieso, dass ich mit dem arbeite, ist, als Frau habe ich das Gefühl, bekomme bestimmt spezifische Bilder mit, was eine Frau ist. Also heutzutage ist ja sehr groß das feministische Bild hier oder ebenso die Independent-Frau, die Karrierefrau oder dann hast du die Mutter halt solche. Aber eigentlich, wenn du viel tiefer gehst, sind da wirklich die ursprünglichen Archetypes. Und wenn man halt mit diesen arbeitet, und ich habe für mich war das zum Beispiel auch etwas Neues. Und dann habe ich auch gedacht, oh, ich bin eigentlich keine sinnliche Frau oder ich habe halt diese Energie nicht in mir drinnen. Aber mit diesem Archetype Embodiment, dass man wirklich in diesen Archetype reinfühlt, wie von der Seductress, also der Verführerin, oder vielleicht auch die
dunklen Archetype, also die dunkle Priesterin oder so. Und das kann man gut auch mit Musik machen und einfach sich überlegen, ja, wie würde sie sich dann bewegen im Raum oder einfach auch sonst. Dann erweckt man das wie in sich. Und da ist es auch genau, du gehst in das Unangenehme, weil immer, oder ich für mich war es so, ich habe gedacht, ich habe das ja nicht. Und dann das wirklich so ausprobieren. Und das ist wirklich für mich wie so eine Flamme oder wie ein Lichtschalter, der angegangen ist, so, ah doch, das ist auch in mir drinnen und hat wie dann in diese verschiedenen Archetypes reinzuführen. Ich finde, das hat mir so geholfen, mich als Frau ganzheitlich zu sehen und auch zu sagen, doch, es ist okay, dass ich all diese verschiedenen Facetten habe. In dieser Minute bin ich vielleicht die Queen, die Königin, die ihr Business hat und Entscheidungen trifft, aber nachher bin ich vielleicht wieder der Innocent Maiden, die Jungfrau, das Jugendliche, wo NSA verspielt ist und mit ihrem Partner einfach rumblöden, albern will. Und dass das alles seinen Platz haben darf und dass es vielleicht auch Phasen gibt, in der ein Archetype mehr da ist. Zum Beispiel, wenn man Mutter wird oder ist, dass dieser Archetype halt viel präsenter ist für einige Jahre. Aber das heißt nicht, dass die anderen Archetypes nicht hier sind, sondern dass sie auch immer wieder in ihrem Platz ein bisschen finden dürfen. Und ich glaube vor allem, also selber habe keine Kinder, aber ich habe jetzt einige Freundinnen, die Kinder haben, und dieser Austausch ist für mich so wichtig, das von ihnen zu hören und ihnen das vor allem auch mitzugeben oder mit ihnen diese Arbeit zu machen, dass sie halt eben so sind, oh ja, ich bin nicht nur Mutter, sondern ich habe all diese Aspekte auch in mir drin. Ja. Beantwortet das die Frage ein wenig? Ja, also genau, ich finde es schön, einfach um zu sagen, ja, es gibt verschiedene Typen und natürlich gibt es unterschiedliche Richtungen, gell? An deinem Workshop haben wir mit 7 gearbeitet. Carl Gustav Jung, der spricht von 12. Aber ja, schlussendlich, glaube ich, kann man dann vielleicht bei diesen 12 das auch noch irgendwie vereinen oder so. Und es ist auch fließend, aber um zu sehen, ja, das sind unterschiedliche Energien. Und ja, ich als Frau bin nicht nur sanft oder bin ich nur wild oder ich eben, mal ist man so, mal so, mal so. Ja. Und wo könnte mich eine Energie inspirieren? Aber vielleicht auch zu finden, ja, wo ist das gerade überhaupt nicht meine Hauptenergie oder so? Oder auch je nach Lebensphase, hast du, glaube ich, auch gesagt, oder wenn du Mutter bist, dann hast du eine andere Aufgabe, dann ja, Ja. die anderen Energien sind vielleicht auch da, aber nicht so präsent. Wenn du Businessfrau Ja. bist, dann bist du vielleicht mehr da oder so. Ja. Aber auch zu sehen, wo habe ich denn eine Ablehnung gegen eine Energie und hinzuschauen, auch wenn man diese jetzt nicht im großen Maß auslebt, aber es geht ja darum, warum lehne ich das ab? Warum habe ich dann Ja. Widerstand? Oder das finde ich so wichtig. Ja. Ich finde es auch mega wichtig, dass bei sich selber zu merken, was denke ich dann über gewisse andere Frauen. Und das ist schon vielleicht gewisse, wo wir eifersüchtig sind, gewisse, wo es auch ein bisschen abstoßen vielleicht. Aber auch, welche Frauen stellen wir auf ein Podest? Weil das ist auch sehr viel ein Archetyp, den wir in uns eigentlich selber gerne, den wir in uns haben und für uns eigentlich anschauen möchten. Also es ist nicht immer nur wie das Negative, sondern welche Frauen oder welche, ja, himmeln wir dann auch an, weil das ist auch etwas, das wir eigentlich gerne uns, also das wir sicher in uns haben, aber eben das mehr entdeckt werden möchte. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um damit anzufangen, mal so zu beobachten, was für eben mit anderen Art von Frauen oder Leuten allgemein, was ist denn das, was mich ein bisschen abstoßt oder eben was stelle ich auf ein Podest oder ja. Und da gibt es ein, es ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gibt es ein Buch, das heißt Archetypen von Caroline Miss. Das kann ich eigentlich sehr empfehlen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ganz fertig gelesen. Ich habe immer viele Bücher, die ich gleichzeitig lese. Aber da sind eigentlich noch viel mehr Archetypen drin. Also das geht da wirklich auch darum, dass, da geht es auch darum, reinzufinden, welche sind die, die ich am meisten verkörpere. Und wie kann sich eben auch dann die Schattenseite zeigen von denen. Das hilft auch viel bei sich selber, ein bisschen die Schattenseite anzuschauen. Aber das finde ich mega spannend, weil sie wirklich eigentlich alle Archetypen anschaut. Also all diese Femininen, die wir angeschaut haben in unserem Workshop, aber so viel noch wie viel mehr wie die Hermit Archetype und ja, sehr spannend. Oh, wow, ja, und was mir gerade noch in den Sinn kommt, manchmal ist es ja auch so, dass etwas im Außen anklopft.
Also bei mir war es so, dass ja, vielleicht vor 4 Jahren oder so plötzlich so sanft die Priesterin-Energie angeklopft hat. Also bewusst, oder? Und dann immer mehr auch. Und dann bin ich irgendwo, oder ich sehe mich in einer früheren Inkarnation oder so. Und so, wow, und das bin ich auch. Und das darf ich in dieser Inkarnation ausleben. Und es kann dann sein, eben, dass man plötzlich so. So wie das ist mit den Zeichen vom Universum, oder das einem etwas sagen möchte, oder? Dass man vielleicht auch sagt, ah, okay, möchte mir diese Energie etwas sagen, oder wo gehe ich an einen Workshop, oder wo schlummert das in mir? Und bei mir war es unter anderem auch die Priesterinnen-Energie, oder? Wo ich dann auch wie so gemerkt habe, wow, oder da in dieser Inkarnation war ich, oder ein Anteil von meinem höheren Selbst war das schon, und natürlich auch andere Archetypen, genau. Aber dass man eben auch, ja, wir haben vom Körper gesprochen oder vom Außen, wo bringen uns Menschen auf etwas aufmerksam oder Bilder, oder du hast auch von Träumen gesprochen, auch ein Traum, ja, kann uns etwas mitgeben, genau. Wow. Ich finde, also was es bei mir vor allem mit diesen Archetypen geholfen, vor allem mit diesen feminine Archetypes, ist wirklich auch das Verständnis für andere Frauen und allgemein das Frausein. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig aussprechen kann, aber ebenso wie, dass man auch gewisse Stereotypen durchbricht oder auch eben, also erstens sicher mehr in seine Kraft kommt, aber dann auch für andere Frauen und allgemein das Frausein, das ja jetzt mehr seinen Platz finden darf, aber eben auf seine eigene Art und Weise und dass es nicht in diesen Boxen sein muss, wie wir es vielleicht heutzutage mitbekommen, weil es sind ja schon sehr starke Frauenvorbilder, die wir haben, sondern dass es eben vielleicht auch die weicheren gibt oder auch die dunklen Archetypen, wo wir angeschaut haben. Eben welche sind denn vielleicht eher Tabuthemen, vor allem als Frau, so das Wütendsein, das Animalische und dass man das halt auch wieder spürt, so ja. Das Ja, finde ich eine Schumte. Entschuldigung. und ja, doch zu schauen, genau. Und wie du auch gesagt hast, man könnte jetzt sagen, ja, ich muss zuerst die Maiden, die Jungfrau ausleben, und erst dann kann ich mal zur Königin Energie werden. Nein, es geht ja nicht So, geradlinig, oder ja. es ist ja, man kann ja vielleicht, es gibt ja vielleicht auch Mädchen, die verkörpern schon sehr die Königinnenenergie. Und andere, die werden mit 50 dieses verspielte innere Kind, oder? Also es gibt Ja. keine Reihenfolge. Das ist so. Eben das, und das finde ich jetzt mega schön, dass du das gesagt hast, wie das zeigt ja genau auf. Es ist immer in uns drinnen. Es ist nur für uns, das zu erwecken und manchmal eben. Auch wenn man es gar nicht spürt, vielleicht mal versuchen, mit dem ein bisschen rumzuspielen. Das heißt ja nicht, dass man das nachher die ganze Zeit verkörpern muss, sondern einfach, dass man das mal in sich selber fühlt, bringt dann auch so viel Verständnis für andere. Wo, ja. Ja, guter Punkt, finde ich so. Oder auch eben, du hast auch gesagt, wo stellt man etwas oder jemanden auf den Podest und hat das Gefühl, das bin ich nicht, ich bin nur die Mutter oder so. Und dann eben auch Ja. zu sehen, nein, wo bin ich auch mal die Königin oder die Priesterin? Ja. Und ja, wo sind dann, kommt mir gerade so rein, wo hat man dann so Verknüpfungen, dass vielleicht. Ja, auch vielleicht durch vergangene Leben, wo man denkt, ah, eine Priesterin oder eine Hohepriesterin, die ist auf einem Podest, und da hat man diese Ablehnung innerlich, weil es verknüpft ist. Oder man hat eine Ablehnung gegen die Königinenergie, weil man denkt, die regiert die Welt und ich habe nichts zu Ja. sagen, ich bin der Pöbel, oder? Und Ja. wo geht es darum, das umzuprogrammieren und zu sehen, in der kraftvollen, neutralen Energie ist jede Energie sinnvoll, und ja, wo gibt es die Schattenseiten oder die Unterwürfigkeit, die. Ich sehe immer ein Oben und ein Unten, oder wo was zu viel oder Ja. zu wenig ist. Aber es sind alles Energien, und im guten Maße helfen die uns, durch unser Leben zu Ja. gehen. Ja, absolut. Und das finde ich auch, jetzt auch mit den eben so Inkarnationen, dass wir das früher hatten. Jetzt ein mega schönes Beispiel, wo du gesagt hast, mit der Priesterin, wo sie eben vielleicht früher höher angesehen war oder wie eben auch vielleicht die Königin-Energie. Und eben da, das wie im heutigen Alltag zu sehen, ja, sehe ich auch so. Und ich finde, es hilft dann eben so gewisse Barrieren zu durchbrechen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vor allem im Corporate-Bereich habe ich das schon gespürt, dass so das Frau gegen Frau sein.
Und ich finde, das hat es mir eben geholfen, diese Feminine Archetype da, das mehr zu öffnen, um mehr Verständnis und weicher zu werden. Und das finde ich eigentlich deshalb auch so eine sehr kraftvolle Arbeit, weil das eben, dass mir das so geholfen hat, anstatt dass immer das Gegeneinander, sondern mehr wieder in das Verständnis zu kommen. Für die heutige Zeit, wo es ja schon viel so Konflikt allgemein gibt, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Und liebe Jessica, so, was tust du für dich noch in deinem Leben, damit es dir gut geht, respektive, egal, einfach so, aber wenn du nicht mit Menschen arbeitest oder wenn du nicht am Meditieren bist oder so, was tut dir noch gut oder was tust du bei einer Herausforderung, was hilft dir? Das kann auch sehr inspirierend sein. Also wie schon vorher gesagt, also ich finde es eine mega wichtige Frage. Danke, dass du das fragst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe eine extensive Morgenroutine, aber manchmal kürze ich die auch ab. Aber ja, mein Freund weiß das auch. Zum Beispiel auch, wenn wir reisen gehen und 4 Uhr morgens aufstehen muss, muss ich früher aufstehen, damit ich ein wenig meditieren kann, mich bewegen kann. Das ist manchmal Yoga, aber manchmal ist es jetzt auch mit Musik, Tanzen eben mehr vielleicht so in das Weibliche zu kommen. Dann auch Journaling finde ich, liebe ich sehr. Was ich jetzt sehr auch merke, ist auch mit den Jahreszeiten zu gehen. Jetzt haben wir zwar nicht so einen schönen Sommer, aber es ist ja trotzdem Sommer, bis man mehr draußen. Da merke ich zum Beispiel bei Journaling, passt momentan gerade nicht so, aber ich weiß, das kommt dann im Winter wieder. Aber ich glaube, am Anfang hat es mir sehr geholfen, das wirklich jeden Tag zu machen, dass es halt wirklich verkörpert ist. Und ich glaube, dann kann man anfangen, rumzuspielen, ja, was passt dann? Also jetzt einfach so allgemein. Aber ja, das sind sicher Tools, die ich immer wieder gerne mache. Und dann in die Natur gehen. Ich brauche das sehr, also auch alleine sein, um mich selber zu spüren und so wieder mehr Energie zu haben. Und ich finde, ja, es gibt ja auch so diese, viele würden sagen, ja, das ist nicht, also du brauchst nicht viel mehr Alleinzeit als andere, das ist wie etwas in dir drinnen. Und das habe ich schon Teile gemerkt, dass das stimmt. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Leute gibt, die einfach mehr Zeit für sich alleine brauchen. Also das ist mir etwas sehr Wichtiges. Und dann auch mit Tieren zu sein. Ich liebe es, eine gute Freundin von mir, die hat ihren eigenen Pferdestall und ich gehe so gern dorthin und einfach so in der Natur zu sein und diese auch die Körperarbeit zu machen, genau. Und das sind auch Sport. Ich liebe Sport. Ich gehe gerne ins Krafttraining, aber auch Yoga. Und ich finde, das ist so etwas Wichtiges, auch so mit dem Körper zu arbeiten. Weil wenn dein Körper auch stärker wird und gesünder ist, eben wenn du ihm das Essen gibst, das er braucht, das gehört auch Schokolade dazu für mich, dann fühlt man sich auch besser und in einem seinem Körper und kann so auch wieder mehr geben. Das ist auch Arbeit an sich. Es ist ja dann nicht nur, ja, so in sich selber. Das sind so diese Sachen. Und ich finde diese ganze Kombination von verschiedenen Sachen, dann weiß ich auch, was brauche ich in Momenten von Herausforderungen jetzt. Und dann ist es manchmal auch, vor allem wenn ich irgendwie Wut spüre, dann ist es nicht in Meditation ruhig zu sitzen, sondern es ist vielleicht eher ein aktives Breathwork oder nehme ich ein Kissen und schreie ins Kissen rein. Also wirklich mit diesen Emotionen auch arbeiten oder rennen gehen und das wirklich halt auch so auszudrücken. Das hat mir sehr viel geholfen, auch mir meine Grenzen zu sagen und auch Sachen mir auszusprechen, weil ich halt selber mich selber mehr spüre durch das, genau. Also sehr interessant, auch sehr bunt, also auch Ja. mit Körper, Geist, Seele und auch zu sehen, ja, dass es für viele Menschen einfach unterdessen normal ist, dass man schaut, ja, was tut mir gut, respektive, was brauche ich jetzt gerade oder ja, wo habe ich meine Rituale, die mir gut tun, aber für sich so ein bisschen rauszufinden, rauszuspüren, wie du auch gesagt hast, ja, gewisse Menschen brauchen vielleicht mehr Zeit für sich alleine. Ich habe immer gedacht, so, wow, wieso brauche ich so viel Zeit für mich alleine? War schon immer so oder jetzt gerade noch intensiver, wo ich einfach gemerkt habe, ja, dann könnte man noch mit Human Design die Erklärung finden, wo ich irgendwie Ja. andere Tore des Alleinseins habe, aber egal. Einfach so zu sagen, ich bin nicht falsch so Ja. oder du bist Ja. nicht falsch so oder. Wenn ich ein Mensch bin, der gerne an Festivals geht, dann ist es gut, aber nicht jeder muss Ja. sein Glück in Festivals finden, wo tausende Menschen sind, zum Beispiel ich nicht, Ja, oder? Und zu nein. sagen, ich bin so oder in 3 Jahren vielleicht anders, aber was tut mir Ja. gut und das ist so wichtig. Ja, das finde ich auch.
Und ich glaube auch da, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war schon immer ein großer Punkt für mich, so, oh mein Gott, wieso brauche ich so viel Zeit allein oder wieso bin ich hier schneller müde als andere? Und auch zum Teil, auch wenn ich das jetzt weiß und das sehr schätze auch oder auch sehr darauf achte, manchmal denke ich, kommt trotzdem noch der Gedanke bei mir, so, oh, wieso ist jetzt das bei mir und nicht bei anderen? Und ich glaube, das ist auch normal, egal wenn man so viel Arbeit an uns selber macht, wie jetzt du und ich, dass halt solche Gedanken noch hochkommen und dass die ja auch seinen Platz haben dürfen. Aber das ist eben so ein Thema bei mir, das dann manchmal trotzdem noch kommt. Es geht dann auch schnell wieder weg, aber ja, vor allem wenn man halt bei anderen immer sieht, was sie alles machen. Ja, das finde ich ein wichtiger Punkt auch zu sehen. Ja, genau, wir arbeiten mit Menschen und im Bewusstsein oder Körper, Geist, Seele, aber wo sind wir auch selber Menschen und wo gibt es Ja. Themen natürlich oder blinde Flecken oder wo uns gewisse Dinge Ja. vielleicht triggern oder wo wir nicht in unserer Mitte sind. Und das finde ich so, da dürfen wir auch dazu stehen. Genau, Ja. ja. Ah, was möchtest du vielleicht sonst noch mitgeben, so als abschließende Botschaft jetzt? Für dein Wirken, für die Menschen, was möchtest du in die Welt tragen? Ich habe, glaube ich, so viel jetzt gesprochen, aber jetzt ist mir das wieder hochgekommen. Wirklich halt, der Körper heilt sich selber, wenn wir tief, wenn wir in uns reingehen und in uns drinnen schauen, hey, was ist da hier, um angeschaut zu werden? Und halt eben so diese Schicht um Schicht zu lösen, dass man zurück zu sich selber kommt, dann ja, heilt der Körper sich selber. Das ist meine Botschaft. Sehr schön. Und wie kann jetzt ein Mensch, gerade vielleicht im Moment, nachdem er das Video fertig geschaut hat, gibt es da vielleicht so eine 2 Minuten Atemübung oder was würdest du jemandem jetzt ans Herz legen, damit er sich gerade jetzt besser spürt, ohne dass er jetzt in einen Kurs gehen muss? Oder Ja, gibt es da etwas, was du empfehlen kannst? ich habe auf meiner Webseite ein gratis Somatic Self-Inquiry Practice, die geht 10 Minuten. Und das könnte ich eigentlich sehr gerne empfehlen, um wirklich mal so ein bisschen mehr in den Körper zu kommen und anfangen zu schauen und zu spüren, was ist dann im Körper hier. Das hilft dann natürlich auch im Präsenten. Also präsent zu sein in diesem Moment jetzt, weil wir sind ja schon viel, oh, was mache ich morgen, was mache ich in 5 Jahren und immer viel Zukunft, Zukunft, Zukunft. Aber es ist eigentlich so wichtig, im Jetzt auch zu sein. Natürlich darf man auch in der Zukunft leben, aber es ist wichtig, so eben solche Methoden zu haben, die ihnen helfen, in den jetzigen Moment zu haben. Ich glaube, das kann ich empfehlen und sonst das, ja, Atemübungen. Also wie ich gehe auch gerne eben ins Yoga und sie macht super Atemübungen, wo so einem helfen, sich wieder mit sich selber zu verbinden am Anfang und am Schluss. Wieso? Ja, wichtig, Atemübung und wer sich getraut darf, das ja für sich rausfinden und er geht ja eh immer so weit, wie er offen ist für Ja. sich, sage ich genau. Und ja, ich werde Ja. natürlich deine Webseite unten verlinken und auch auf dieses kostenlose Angebot, was du angesprochen hast. Also vielen Dank. Ja, es war mir eine Freude, dich hier im Interview zu haben, liebe Jessica. Vielen Dank für deine Spuren hier und natürlich auch sonst für dein wertvolles Wirken und ja, schön haben wir uns ja getroffen. Ja, vielen Dank, Monika. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier zu sein. Und ja, ich freue mich auch, was wir weiters machen werden. Ja, wir werden sehen. Ja. Danke dir und ich danke natürlich auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, leitet es doch gerne weiter oder vielleicht habt ihr einen Kommentar oder eine Frage, schreibt es gerne unten hin. Oder ja, ihr könnt auf Jessica zugehen oder auf mich zugehen. Auch meine Webseite ist unten verlinkt. Genau. Macht's alle gut und vielleicht bis bald wieder. Tschüss. Tschüss.